Die folgende Sendung ist für Zuschauer geeignet, trotz kurpfälzischem Dialekt und Polizeikontrollen. Uf, Basel. Heute die Folge, in der Wolfi ein Try kauft. Willst du anschauen? Nee, jetzt nicht. Mach dem zum Wünschen, oh. Bill. Wisst ihr, Chicken, ich habe hier gerade eine super LED-Beleuchtung für euren Tisch. Kannst alle Farben einstellen, rot, grün, blau, was du denkst, lila. Es kann steil bleiben lassen, das machen wir weiß. Wir brauchen weiß. Das langt für uns. Kriegst du eben weiß, ja. Zack, hast du weiß. Voilà, da ist die Geschichte in Ordnung. Hör mal zu, was da steht. Teufel holt Pfarrers Katze. Laut Polizeibericht vom Freitagnachmittag wurde durch einen Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Katze des hiesigen Pfarrers überfahren. Das Opfer verstarb noch am Tatort. Obwohl es sich wahrscheinlich um ein nicht ordnungsgemäß zugelassenes Fahrzeug handelt, führt die spurlaut Aussage des Polizeisprechers Meyer zu einem ortsansässigen Motorradclub. Ein Mitglied dieser Rockerbande entkam kurz vor einer Polizeikontrolle und flüchtete Richtung Hartwald. Weitere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Eine Stellungnahme des Pfarrers lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Ja, ja. Ist der Wolfi, oder? Ah, jo, natürlich. Ach du, Zumbe, hi. Ah, das ist der, wie gleich lag. Sind du wieder auf dem Bild? Hä? Sind du wieder getrieben? Was grafisch? Ah ja, hier. Abhauen. Schöne Bilder. Katz überfahren, ungeblitzt werden. Ganz große Nummer. Hält mich ihn herum. Und leg mir mal Arsch. Der Wolf, jetzt mal ehrlich. Warum bist du eigentlich abgehauen? Auf bestimmte Farbe reagiere ich halt. Ne? Das war's doch. Ja, aber das ist doch Blödsinn. So doch nicht. Bei dir doch nicht. Du hast doch alles in Ordnung. Saufe tust nix. Du hast zwar endlich mal alles eingetragen in deiner Harley. Und was ist? Scheiße ist. An die Harley gibt's nicht mehr. Wie? Da hat's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Was hast du es zerlegt oder was? Ich hock mich nicht mehr drauf auf so eine schmale Britsch da. Verstehst du? Ständig hast Hämorrhoide, blutige Muff da und hör mal auf. Das ich hätte mir jetzt halt ein schönes Dreieck gekauft. Oh nein. Schön drin sitzen. Ja, wie ist denn ein Motorradclub oder drei? Vielleicht, ich bin nicht einmal da mit der Sitzrede, das fängst du mit dem Scheiße. Gaff einmal nicht in den Kittel neu jetzt. Rollatoren sind noch nicht erlaubt bei uns. Ja, was soll ich sagen? Die Halle ist weg und Dreirad? Ach, draußen steht's. Ach komm. Moment mal. Ohne Absprache. Ich bin schon ein bisschen älter jetzt. Ja, das geht aber nicht. Von jetzt auf nachher tut einem auf einmal der Arsch weh. Und Skyz, da kann ich ja bloß lachen. Also früher hat er also mal mit den Fingerproblemen gehabt beim Gitarrespielen, aber